Nächster Redner, Martin Graf, FPÖ. Wenn das falsch rübergekommen ist, entschuldige ich mich natürlich dafür, aber ich wollte eigentlich an einem plastischen Beispiel darstellen, wie schwierig es ist, neben dem Beruf ein Studium fertig zu bringen. Und da braucht man halt für manchmal, Kollege Machete ist halt ein Beispiel dafür, er hat mir vorhin gesagt, er wird es im Juni abschließen, nach 9 Jahren, oder nein, 12 Jahren, also 9 Jahre länger als Mindeststudienzeit. Das ist halt schwierig, Werkstudent zu sein, und das sollte man zur Kenntnis nehmen, muss man auch dazu etwas sagen. Aber wenn er ein Studium fertig hat, wird er mich vielleicht einladen zur Sponsion, dann gehe ich dorthin und werde mit ihm feiern, weil er das Studium abgeschlossen hat, und da freue ich mich dann auch schon. Zum Thema selber, zu den beiden Punkten, die da zusammengefasst sind. Ja, es ist offensichtlich wirklich so, dass man alle 15 bis 20 Jahre etwas nachschärfen muss. In dem Fall richtige Initiative, Weiterentwicklung der hochschulischen Weiterbildung, insbesondere auch der Titelvielfalt, wo ein Markt ja entstanden ist in den letzten 30 Jahren und jetzt zunehmend auch der teilweise privatisiert ist und wo es halt eine Titelvielfalt gibt, die man anpassen muss. Wir hatten das seinerzeit mit vor ungefähr 18 Jahren mit dem Master of Advanced Studies, um ein Beispiel zu nennen. Der hat solche Auswüchse gehabt, dass dann die Volkshochschule Otterkring angeboten hat, ein einjähriges Studium, das abgeschlossen hat mit Master of Advanced Studies, international gar kein anerkannter Titel, nur national, aber alle haben mit einem Master abgeschlossen. Also hier hin und wieder, jetzt sind wieder Entwicklungen ins Land gegangen, hin und wieder hier auch Mindeststandards dann einzuführen, wenn man den Markt beobachtet und sich etwas entwickelt, das grundsätzlich positiv ist. Weiterbildung hat Sinn, macht Sinn, und daher werden wir diese Initiative auch gerne mittragen und hoffen, dass das im nächsten Jahr oder in den nächsten 18 Monaten zum Abschluss kommen wird. Die zweite Materie, die da mitbehandelt wird, betrifft einen Antrag, den wir eingebracht haben, nämlich die Stärkung des Senats durch Stärkung der Professorenschaft. Passt nicht unbedingt da dazu, die Debatte ist sowieso eine allgemeine in den nächsten Punkten. Hier ist es uns darum gegangen, dass wir auch in der sich offensichtlich veränderten Universitätsorganisationslandschaft den Senat auch stärken, der ja auch etwas zu Lasten oder zugunsten der Rektorate, sage ich jetzt einmal, untechnisch entmachtet werden soll, beziehungsweise anders positioniert werden soll. Und wir glauben eben, dass bei der Zusammenführung von Kompetenz und Verantwortung, dort wo es Sinn macht, in akademischen Fragen der Senat insofern gestärkt wird, dass dort mehr die Professorenschaft auch Gewicht hat und nicht nur gleichteilig mit anderen Vertretern im Senat, und dazu haben wir diese Initiative gestartet. Das wird uns noch begleiten. Es geht offensichtlich mit den Grünen in die andere Richtung. Kompetenz und Verantwortung zusammenführen dürfte ja offensichtlich nicht das sein, was Sie anstreben, ebenso wie Verwaltungskosten einzusparen auf Seiten der Grünen. Und daher möchte ich da auch noch einmal betonen, dass es unbedingt notwendig ist, nicht nur darüber nachzudenken, sondern in Wien die Akademie der bildenden Künste und die Akademie der angewandten Künste zusammenzulegen, um Verwaltungskosten einzusparen und das eingesparte Geld schlussendlich den Studierenden zugutekommen zu lassen. Wehren Sie sich gegen diese gute Initiative nicht, sondern versuchen Sie mit uns diesbezüglich das Beste herauszuholen. Danke. So Martin Graf, er ist Wissenschaftssprecher im FPÖ-Parlamentsclub.